hier die ganze Zeit irgendwas erzählt, von wegen, wie es sich anfühlt, aufgeschnitten zu werden und keine Ahnung. Und wo ich bin und sowas. Oh mein Gott. Verrückt. Du hast echt eine verrückte Ex. Holy shit. Ja, da gibt's ganz schön viele verrückte Leute, ne? Ach ja, ein paar. Aber hey, ich verstehe das immer noch nicht, dass Isaac so geistig gesund ist. Was der alles schon durchgemacht hat. Jeder andere wäre doch völlig irre geworden. Vielleicht denkt er auch nur, dass er es nicht ist. Vielleicht schauspielt er ja die ganze Zeit, hat diese Maske perfektioniert. Hä? Was passiert denn hier? Was passiert bei dir? Was machst du denn da? Siehst du, was siehst du? Ich sehe Monster, die dich angreifen und du fasst dich die ganze Zeit an den Kopf. Was zur Hölle machst du? Shit. Ich kämpfe gegen imaginäre Wesen. Na toll, und ich kämpfe gegen die realen. Und jetzt? Ja, klar. Ich nehm's dann nachher mal auf. Nein, stirb. Zum Glück gibt's hier kein Friendly Fire, ey. Ich hätte schon längst gekillt. Birthday, und hier ist irgendwie die Tochter und... Oh. Ja, hier sind Monster, verdammt! Und das nicht gerade wenig! Was erzählst du denn? Ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Shit, wo bin ich hier? Was ist passiert? Fuck. Guck dir mal hier die ganzen Leichen sie an. Sie will etwas von mir, Isaac. Oh nee, ich musste gegen Imaginäre kämpfen, die waren ich glaube, so schwarze Schatten. Sie will, dass Schatten. Ich zu Ihnen komme. Oder was immer Sie sehen, es ist nicht real, Mann. Sie müssen mir da vertrauen. Isaac, Sie sind nicht real. Ja? Was immer ich sehe, ist nicht real. Komm doch her, Scheiße. Ich glaube, du bist eigentlich auch gar nicht da.